wenn die Mattia Hingis natürlich so kurz ist, dann gibt es Vollgas von Mary Pierce. Schauen Sie, wie die reingeht in die Bälle. Nächsten Breakchancen für Hingis. Ball hat Hingis zwar geahnt, trotzdem war sie nicht rechtzeitig zur Stelle. Wieder nur zweiter Aufschlag bei Mary Pierce. Da droht Gefahr. Ja, da ist er. Der dritte Aufschlagverlust von Mary Pierce. Also schnelles Break für Hingis im zweiten. Also es sieht gut aus für die Pferdeliebhaberin Martina Hingis, die sich allerdings bei einem Ausritt mal ziemlich böse verletzte. Das war am 21. April 1997. Musste sich dann einer Arthroskopie am linken Knie unterziehen. Folge 7 Wochen Tennispause. Hat aber ihre Liebe zu den Pferden nicht geschmälert. Hier Arantxa Sánchez Vicario steht im Doppelfinale an der Seite von Larissa Nyland. Beifall jetzt für Mary Pierce. Das hat nichts damit zu tun, dass die Französin hier mehr Sympathien hat. Liegt ganz allein daran, dass man natürlich gerne 3 Sätze sehen würde. Asse eher eine Seltenheit im Spiel der Martina Hingis. Ich habe es vorher schon mal gesagt. Sie überzeugt beim Service vor allem durch Präzision und gute Länge. Oh, den macht sie locker weg. Und Martina Hingis geht mit 2-0 in Führung. Eine absolut souveräne Vorstellung der Weltranglisten-Ersten am heutigen Tag hier beim diesjährigen Porsche Tennis Grand Prix Finale. Aufschlag Pierce. Yeah.
Sehr gut, wie Martina Hingis da jetzt immer wieder dagegen hält bei diesen Powerschlägen, der Mary Pierce sich da nicht zurücktreiben ließ hinter die Grundlinie, sondern im Platz blieb. Und sie hat die nächsten Chancen zum Break. Dann die andere. Und dann schafft es Mary Pierce, da nach vorne zu kommen. Spielt einen klasse Flugball. Schöne Länge nach außen. Perfekt gespielt. Jetzt wirklich Tennis auf allerhöchstem Niveau, das wir da erleben. Mary Pierce zuvor schon mit einer Chance, den Ballwechsel für sich zu entscheiden. Französin macht den vierten Punkt in Folge nach 0:40, also jetzt Spielball. Deutlich mehr die Rückhand, mit der Martina Hingis das Spiel diktieren kann. Vor allem schlägt die so verdeckt, dass man als Gegnerin oft nicht weiß, wohin der Ball kommt. Lang diese eine Vorhand von Martina Hingis, die Mary Pierce da in Schwierigkeiten bringt, zwang die Französin dazu, diesen hohen Ball zu spielen, und damit übergab sie natürlich die Initiative in diesem Ballwechsel an ihre Kontrahentin. Melanie Molitor, links im Bild, Mama von Martina. Thank you.
den Tempo, das uns die beiden da zeigen. Gespielt wird hier natürlich auch auf einem äußerst flotten Belag. Peter Fischer, der Veranstalter dieses Porsche Grand Prix, hat uns aber angedeutet in den letzten Tagen, man werde versuchen, im nächsten Jahr den Untergrund doch ein bisschen langsamer zu machen. Vierter Breakball für Hingis in diesem dritten Spiel des zweiten Satzes. Und da ist es dann passiert. Mary Pierce verliert also erneut ihr Service. 3-0-Führung der Martina Hingis. War das schon mehr als eine Vorentscheidung? Mal hören, was der Coach von Mary zu sagen hat. Michael de Jong ist bei Emma Polke. Michael, what's the problem for America? Welches Problem hat Mary zurzeit? Ich glaube, Martina spielt ganz hervorragend. Der erste Satz war ziemlich eng. Mary hatte bei 4-3 einen Breakpunkt. Das hat aber dann nicht geklappt. Und Martina hat einen Lauf und sie hat sehr viel Zutrauen. Was macht es denn so schwierig, gegen Martina zu spielen? Woran liegt es? Martina spielt auf beiden Seiten sehr gut. Sowohl auf der Vorhand als auch auf der Rückhand. Sie serviert auch sehr gut, sie retourniert sehr gut. Sie hat eigentlich keine Schwächen. Sie spielt immer gut. Was ist für Mary jetzt wichtig? Mary muss jetzt versuchen, ein bisschen flotter zu werden, ein bisschen aggressiver zu spielen, Druck auf Martina auszuüben, sehen, ob Martina darauf die Antwort parat hat. Danke. Ja, dazu braucht Mary Pierce natürlich bessere Quote beim ersten Aufschlag, um hier wirklich das Spiel diktieren zu können, zumindest ihr eigenes Aufschlagspiel. Man muss sich wirklich sagen, Martina Hingis ist heute in absolut überzeugender Form. (6-4-3-0) aus der Sicht der nun aufschlagenden Schweizerin. Das ist vielleicht ein Mittel, aus der Sicht von Mary Pierce, da hin und wieder mal nach vorne zu gehen, um die Ballwechsel zu verkürzen. Das ist der Französin da irgendwas ins Auge geflogen, trägt ja Kontaktlinsen. Deshalb diese kurze Verzögerung. So, jetzt Breakchancen für Mary Pierce. Nach diesem vermeidbaren Vorhandfehler der Martina Hingis. Sehr stark. War eigentlich früh für Pierce zu erkennen, dieser Stopp von Martina Hingis, und dennoch musste sie da gar nicht losstarten, war chancenlos.
Genau, in den Winkel hineingezirkelt, dieser Kickaufschlag. Das ist natürlich ein absoluter Leichtsinnsfehler. Bekam übrigens hier in Filderstadt nachträglich zu ihrem 19. Geburtstag noch mal eine schöne Torte. Und hat jetzt den nächsten Spielball zu einer 4:0 Führung. Steht es für die Schweizerin, Siegerin in den Jahren 96 und 97 hier beim Porsche Grand Prix in Filderstadt. Den absoluten Rekord, was Siege hier bei diesem Turnier betrifft, hält natürlich unerreichbar. Zunächst einmal Martina Navratilova, die sich 6 flotte Autos hier abholte durch ihre Einzelsiege und dann auch noch 8-mal im Doppel zuschlagen konnte. Kleine Spur zu lang, dieser Return von Hingis. Gute Entscheidung. Und Mary Pierce kommt zum ersten Spielgewinn in diesem zweiten Satz. 1-4 aus ihrer Sicht. Im Moment spricht alles dafür, dass Martina Hingis sich ein weiteres Mal durchsetzen kann gegen Mary Pierce. Im 12. Duell wäre das dann der 4. Sieg in Serie der Schweizerin. Sechstes Spiel, zweiter Satz. Martina Hingis hat mit diesen hohen Bällen überhaupt kein Problem. Selbst wenn sie eine Länge erreichen wie soeben. Was die junge Dame zuständig da hinten in der Bildmitte für die Aufschlaglinie, die Längslinie in der Mitte. Makelloses Aufschlagspiel von Martina Hingis. Führt mit 5:1, jetzt gespielt exakt 60 Minuten.
Ja, die spielt das jetzt ganz souverän nach Hause, die 19-Jährige aus Tribach. Verfügt ja über ein glänzendes Netzspiel, hat ja auch immer wieder im Doppel erfolgreich gespielt in den letzten Jahren. Natürlich über die Doppelerfolge der Martina Hingis spreche, dann muss ich natürlich auch hinzufügen, überragend ihre Bilanz bei den Australian Open in den letzten 3 Jahren, als sie sowohl im Einzel als auch im Doppel jeweils die Finals gewinnen konnte. Aber die Beweglichkeit der Martina Hingis ist deutlich besser geworden in den letzten Monaten. Und das ist der erste Matchball nach 64 Minuten. Die Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix 99 steht fest und sie heißt einmal mehr Martina Hingis, die also nach 96 und 97 auch in diesem Jahr triumphiert und sich deutlich durchsetzt im Finale gegen Mary Pierce mit 6:4 und 6:1. Eine mehr als überzeugende Leistung der Weltranglisten Ersten, die sich auch in diesem Jahr, so denke ich, wieder mal für den Porsche entscheiden wird und nicht für das Preisgeld in Höhe von 80.000 Dollar. Gab ja in der Geschichte dieses Turniers nur ein einziges Mal eine Siegerin, die den Scheck mit nach Hause nahm und das Auto verweigerte. Das war die Schwedin Katharina Lindqvist im Jahre 84 nach ihrem Finalsieg gegen Steffi Graf. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Sie war damals unter Vertrag beim schwedischen Fahrzeughersteller Saab und der hat ihr einfach untersagt, hier einen Porsche in Empfang zu nehmen. Möglicherweise hat Martina Hingis damit ihrem Autosponsor weniger Probleme. Sie also bekommt nun ihr bereits drittes Fahrzeug in wenigen Augenblicken. Ja, eigentlich hätten wir schon gedacht, dass das eine engere Geschichte sein müsste zwischen
Mary Pierce, der Weltranglisten Sechsten, und Martina Hingis, zumal die Französin ja äußerst stark spielte im Halbfinale gegen Anke Huber im zweiten Satz. Auch immer wieder die Ballwechsel dominierte, aber Martina Hingis heute die bessere, das muss man eindeutig feststellen. Ja, das vierte Finale in diesem Jahr für die Französin und zum vierten Mal hat sie das Turnier nicht gewinnen können. Hoffentlich bekommt sie da jetzt keinen Knacks. Martina Hingis baut natürlich mit so einem Erfolg ihre Führung an der Spitze weiter aus. So, die Damen haben noch viel vor sich. Es geht weiter zu den nächsten Hallenturnieren. Heute bereits startend das Turnier in Zürich. Natürlich ähnlich gut besetzt wie das Turnier hier in Filderstadt. Dann geht es weiter über Moskau und Linz nach Leipzig. Und Höhepunkt des Jahres natürlich die Weltmeisterschaft, das Masters-Turnier im New Yorker Madison Square Garden. Die beiden haben sich natürlich längst dafür qualifiziert. Mal sehen, ob es Anke Huber noch schafft. Da muss sie gut spielen in den nächsten Wochen, um dann noch reinzukommen unter die besten 16 Damen des Jahres. So, da haben wir Steffi nochmal im Bild. Schön, dass sie heute Ehrengast sein konnte an diesem Finaltag. Wollte sich ja mit einigen Mitgliedern ihres Junior-Teams hier die Partie angucken. Ich habe gehört, die erfolgversprechendste der jungen Dame, die Steffi betreut, ist Mia Buric, die ja hier an der Seite von Anke Huber im Doppel antrat. Die beiden kamen aber leider Gottes über die erste Runde nicht hinaus. Aber ich finde es auch toll auf der anderen Seite, dass Anke Huber jetzt ein bisschen auch mal den Nachwuchs ranzieht und den jungen Damen die Möglichkeit gibt, mal mit den Guten zu trainieren und sich mit den Top-Spielerinnen zu messen. So, das war's von meiner Seite. Ich darf abgeben zur Hallensprecherin. Seit vielen, vielen Jahren ist sie das, Erika Krammer. Bitte schön. Das Finale, liebe Tennisfreunde, wie immer krönender Abschluss einer tollen Turnierwoche. Und die Krönung des Finales, die Siegerehrung. Und die ist beim Porsche Tennis Grand Prix seit 23 Jahren immer etwas Besonderes. Bleibt mir nur noch zu sagen, Sendercord frei für das Siegerauto und den DSF-Moderator Herbert Steffel. Vielen Dank, Erika Krammer. Liebes Publikum zu Hause an den Bildschirmen, liebes Publikum hier, auch wenn es am Ende im zweiten Satz doch eine relativ klare Angelegenheit war, ich glaube, wir haben ein großartiges Finale und eine fantastische Turnierwoche hier in Filderstadt auch in diesem Jahr wieder erlebt. Applaus für die Siegerin Martina Hingis, Applaus für die zweite Siegerin Mary Pierce. Ein Turnier kann immer nur so gut sein wie seine Spielerinnen. Wir haben hier in Filderstadt wie in jedem Jahr die Besten der Welt. Ein Turnier kann aber auch immer nur so gut sein wie das Publikum. Filderstadt ist das beste Turnier des Jahres, das spricht für Sie. Der Dank der Spielerinnen, der Organisatoren und allen anderen Beteiligten an Sie, liebe Zuschauer, die Sie heute und in den vergangenen Tagen hier in der Halle waren und dazu beigetragen haben, dass dieses Turnier wieder etwas ganz Besonderes geworden ist. Es gibt viele Turniere auf der Tour, da kann man wesentlich mehr Punkte für die Weltrangliste holen als hier in Filderstadt. Es gibt viele Turniere, da gibt es wesentlich mehr Geld zu gewinnen als hier in Filderstadt. Und dennoch kommen Sie jedes Jahr immer wieder gerne hierher nach Filderstadt. Das hat mehrere Gründe, die Atmosphäre zum einen. Das hat natürlich auch den Grund dieses ganz speziellen Hauptpreises in diesem Jahr für die Siegerin, der neue Porsche Boxster S. Ich darf Ihnen, während er jetzt gleich hereingefahren wird, einige Daten nennen zu diesem fantastischen Auto.
glaube, es wird in erster Linie auch die Martina interessieren. 252 PS in 5,7 Sekunden von 0 auf 100, fast so schnell wie Martina Hingis und Mary Pierce. Mit der Porsche Tiptronic, das bedeutet Schaltgetriebe und Automatikgetriebe in einem. Das schnellste Cabrio-Dach der Welt in 12 Sekunden zu öffnen und zu schließen. Tja, da ist er. Und wenn Sie nicht in der glücklichen Lage sind, wie Martina Hingis, dieses Auto jetzt mit nach Hause nehmen zu können, den gibt es diese Tage auch käuflich zu erwerben. 95.400 Mark, ein Schnäppchen, wie ich meine. Der neue Porsche Boxster S. Marie-Pierce, jetzt habe ich das Auto schmackhaft gemacht und leider hat es ja nicht geklappt. Ein kleiner Trost vielleicht, Sie haben ja schon einen zu Hause. Das stimmt. Soll ich Französisch sprechen oder Englisch? French? Englisch? No? D'accord. Das stimmt. Dieter hat mir ja gestern nochmal gesagt, ich habe 1993 hier gewonnen. Da fühle ich mich doch alt, das ist ja schon 6 Jahre her. Aber ich komme immer sehr gerne hierher. Das ist ein wunderbares Turnier, ganz tolle Zuschauer. Es macht mir jedes Mal großen Spaß. Herr Üb. Mit Ihrer Antwort hat sich meine abschließende Frage fast schon erübrigt, ob die Enttäuschung jetzt überwiegt, dass Sie das Finale verloren haben, oder die Freude über eine insgesamt hervorragende Tenniswoche für Sie. J'attends pour la translation. J'ai pas compris. What is bigger? Nein, ich glaube, insgesamt bin ich doch zufrieden, weil ich die Woche ziemlich gut gespielt habe. Und für Martina war es auch eine ganz tolle Woche. Sie hat heute hervorragend gespielt, aber stimmt, ein bisschen enttäuscht ist man immer, wenn man nicht gewinnt. Aber ich hoffe, nächstes Jahr geht's besser. Die zweite Siegerin, Mary Pierce. Martina kommt gleich dran. Zuerst darf ich Ihnen das Siegerehrungskomitee vorstellen. Dr. Wendelin Wiedeking, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Dr. Wolfgang Porsche, Mitglied des Aufsichtsrates der Porsche AG. Ein Mann, dessen Überredungs- und Überzeugungskünsten wir alle es immer wieder zu verdanken haben, dass Sie jedes Jahr wiederkommen, die Allerbesten der Welt hierher nach Filderstadt. Udo Ciavellini, der Tennisbeauftragte der Firma Porsche. Der Porsche. Anton Hunger, der die Freude hatte, dieses Auto hier hereinzufahren, der PR-Direktor der Porsche AG. Soll ich ihn wirklich vorstellen? Den Veranstalter seit vielen, vielen Jahren dieses Turniers, ich glaube, jeder kennt ihn, Dieter Fischer. Last but not least, der Turnierdirektor Michael Uden. Und ich darf mich an dieser Stelle auch für meine Kollegen wieder einmal bedanken, auch wenn es zu Beginn der Turnierwoche leichte Missverständnisse gab. Uns hat es große Freude gemacht. Wir haben sehr, sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet
und freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr. Herr Uden. Finalistin beim 23. Porsche Tennis Grand Prix, Mary Pierce, die Siegerin beim letzten Turnier, bei der letzten Veranstaltung hier in diesem Jahrtausend, Martina Hingis. Martina, ganz dumme Frage, wie groß ist Ihre Garage? Passt der noch rein? Ja, da gibt es immer noch ein bisschen Platz dafür, doch. Nur speziell. Zum dritten Mal hier Siegerin bei diesem Turnier, zum sechsten Mal schon dabei. Sie haben bei keinem anderen Turnier so oft teilgenommen. Gibt es eine besondere Beziehung, Martina Hingis, zu Filderstadt? Ja, ich habe hier eigentlich meine Karriere angefangen. Das war nur mein zweites Turnier und auch der erste Turniersieg auf der WTA Tour und es ist immer ganz was Spezielles, hierher zu kommen. Auch schon, die Mary hat gesagt, ja, es ist 6 Jahre her, dass die gewonnen hat. Es ist auch schon mein 6. Mal hier teilzunehmen und jedes Jahr ist immer ein super Event. Doch. Danke auch an das Publikum, das ganze Woche so toll mitgespielt hat. Danke. Man hatte so den Eindruck, gerade im zweiten Satz, Sie hatten sehr eilig. Geht es jetzt gleich eilig weiter mit dem Porsche, vielleicht nach Zürich? Ja, alle haben immer gesagt, ja, jetzt wäre der Weg frei für dich, bei diesem Turnier zu gewinnen. Und haben gesagt, ja, eben, die Porsche sind ja ganz schnell. Ich muss auch noch ganz schnell auf dem Platz das auch vielleicht ausprobieren. Und es ging ganz gut heute, ja. Passt irgendwie zusammen. Martina Hingis und der neue Porsche. Vielen Dank, Martina, für eine fantastische Woche, für ein tolles Turnier. Das Entscheidende, wir hätten es fast vergessen, die Übergabe des Schlüssels vor 3 Jahren, als sie zum ersten Mal gewonnen hat. Da hätte ich die Frage noch gar nicht stellen dürfen, aber jetzt eine Proberunde, hier mal durch die Halle. Wird es nicht ein bisschen gefährlich für alle? Mit 16 habe ich es geschafft, jetzt habe ich den Führerschein, also vielleicht geht's.
Martina Hingis mit dem für Sie nicht mehr ganz neuen Fahrgefühl. So, das Netz brauchen wir aber noch fürs Doppel, auch wenn es umgebaut wird. Okay, wir haben es gesehen, es funktioniert. Martina Hingis, zum dritten Mal Siegerin beim Porsche Tennis Grand Prix. So, noch ein paar schöne Fotos werden geschossen, das gehört dazu. Für Sie in der Halle darf ich sagen, es geht, wenn wir das gleich beendet haben, natürlich weiter mit dem Doppelfinale. Es lohnt sich also, hier zu bleiben und wie ich Sie kenne, aus den vielen Jahren kennengelernt habe, Sie werden sicher auch die Finalistinnen im Doppel kräftig unterstützen. Für die Fernsehzuschauer zu Hause darf ich sagen, es geht weiter um 15.45 Uhr mit der DEL, die Frankfurt Lions gegen die Kölner Haie. Tschüss aus Filderstadt. Thank you.